Heute geht es um die Intelligenz des Herzens. Jetzt ist die Frage, was ist die Intelligenz des Herzens eigentlich? Und da habe ich ein Haiku gefunden, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar geht es so, das ist von Basho. Und Basho hat geschrieben, Though my shanks are thin, obwohl meine Schenkel dünn sind, I go where the flowers blossom. Yoshino Mountain. Also, obwohl meine Schenkel dünn sind, gehe ich dorthin, wo die Blumen blühen. Yoshino Mountain, Yoshino Berg, der Berg von Yoshino. Dieses Haiku beschreibt genau die Intelligenz des Herzens. Es geht nämlich darum, gleichgültig wie deine Situation ist, die Blüten zu suchen, in den Raum der Blüten zu gehen, in den Raum zu gehen, wo die Blüten erblühen, wo die Blumen erblühen. Und dann sagt Basho noch Yoshino Mountain, der Berg von Yoshino. Und dazu muss man wissen, das ist ein Berg in Japan, in dem man sich auch schon früher erzählt hat, dass dort die wunderbarsten Blumen entstehen. Was sind denn die wunderbarsten Blüten der Intelligenz des Herzens? Das ist für jeden anders und das gilt es auch zu erforschen. Das kann sein Stille, Friede, Empfänglichkeit, Liebe, Dankbarkeit. Du wirst deinen Geschmack finden. Und vielleicht begegnest du ja heute einer Blüte deines Herzens. Und das ist die Intelligenz deines Herzens. Wir machen die Meditation also in drei Phasen. Die erste Phase ist Entspannung, in seinen Bauch kommen, sich in seinen Bauch niederlassen und einfach da sein, alles vergessen, was vorher war und einfach nur hier sein. Denn Blüten brauchen Wurzeln. Die können nur erblühen, wenn Wurzeln da sind und diese Wurzeln haben wir im Bauch. Und deswegen ist es wichtig, in der ersten Phase zunächst mal in den Bauch zu entspannen. Und dann gehen wir in der zweiten Phase ins Herz, in den Herzraum und atmen Liebe ein und aus. Im Grunde berühren wir nur unseren Herzraum mit dem Atem von innen und entspannen noch ein bisschen mehr und schauen, was passiert. Wir schauen von innen in unser Herz hinein mit Bewusstheit. Und auch das ist die Intelligenz des Herzens. Die Bewusstheit des Herzraums. Und vielleicht entdeckst du ja irgendwelche Blüten. Und die dritte Phase ist stillsitzen, genießen, die Blüten anschauen und einfach stiller und friedlicher und ruhiger werden. Du kannst die Meditation im Liegen oder auch im Sitzen machen. Sie eignet sich auch gut vor dem Einschlafen. Also sitze oder liege entspannt, mach es dir bequem und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch. Entspanne. Wenn du ausatmest, lass den Bauch los. Lass alles gehen, was vorher war und was vielleicht nachher kommen wird. Und sitze jetzt entspannt im Inneren deines Bauches. Entspanne die Hände, die Schultern, den Kiefer, die Gesichtsmuskeln und die Augen. Es gibt nichts zu tun,
Alles ist, wie es ist. Du sitzt hier und fühlst deinen Bauch, dein Zentrum von innen. Im Bauch sind deine Wurzeln. Dort bist du zu Hause. Lass dich nieder. Sitze schwer in deinem Bauch. Genieße die Unerschütterlichkeit innen in deinem Bauch. Hier kann dich nichts umwerfen. Du bist zu Hause, sicher, entspannt, vertraut. Nimm deinen Atem wahr, wie er ein- und ausstreicht und wie er in dich eindringt, vielleicht bis in den Bauch. Gehe mit ihm mit, wie er durch die Nase hereinkommt, in den Bauch fließt und wieder hinausgeht. Lass den Bauch größer und größer werden. Lass das Gefühl von Erdung, von Zuhause ausdehnen bis in deinen Brustraum. Und der Atem erkundet nun deinen Herzraum. Lass den Atem ins Herz fließen. Und mit jedem Atemzug, der in dein Herz geht, entspanne noch ein bisschen mehr. Voller Hingabe, voller Empfänglichkeit, lass den Atem in den Herzraum, lass ihn das Herz erfüllen und groß werden. Nimm feinfühlig wahr, was über den Atem in dich einfließt.
Es ist Liebe. Es ist Lebensenergie. Es ist das Leben selbst, das Prana. Lass es deinen Herzraum erfüllen. So wie du jetzt bist, das ist die Intelligenz des Herzens. Nimm sie wahr, empfinde sie. Das ist der Ort, wo die Blumen blühen. Nimm feinfühlig wahr, was ist, und werde stiller und stiller und genieße diesen Ort, in dem die Blumen blühen. Im Alltag bemerke, wenn du dich in diesem Raum befindest, wenn die Intelligenz des Herzens aktiviert ist, folge ihm, gehe dorthin, wo Blumen blühen. Und jetzt? Langsam und ohne diesen Raum zu verlassen, bewege deine Beine, deine Hände, die Schultern, den Kopf und wenn du dazu bereit bist, öffne deine Augen.